meistens vor allem auf die Main-Kinzig-Halle. Ich spiele voll in Main-Kinzig-Halle. Ich habe jetzt das Glück, im Unglück sage ich mal, dass mein erstes Spiel auch direkt ein Derby ist und dann gegen Wiederoden. Ich glaube, da wird es ordentlich brennen. Deshalb freue ich mich da sehr drauf, um einfach jetzt wieder Handball spielen zu können. Ich konnte jetzt das ganze Jahr noch kein Punktspiel bestreiten. Freue ich mich einfach riesig drauf. Viel Kampf einstellen, sowohl in ihrer Abwehr als auch bei ihnen vorne im Angriff. Man muss mit den Emotionen dagegen halten, muss sich auf eine offensiv interpretierte 6-0 einstellen und auf einen schnellen Angriff handhalten. Ich denke, jeder Handballer weiß, was das bedeutet. Hanno gegen Wiederoden waren schon immer hitzige Spiele, haben immer Spaß gemacht. Deshalb, ich glaube, jeder, der in die Halle kommt, wird ein gutes Handballspiel sehen können. Wenn wir uns in Tugenden treu bleiben, mit unserem Tempohandball und der aggressiven Abwehr, glaube ich, können wir das Spiel auch sehr positiv bestreiten. Wiederoden hat bestimmt auch Bock und wird alles geben. Deshalb, jeder sollte mit Spaß in die Halle kommen und dann wird es ein cooles Handballfest. Spiel auf eine volle Halle. Ich hoffe, es wird noch mal voller als gegen Landenberg. Auf ein Spiel mit vielen Emotionen, zwei guten Abwehrreihen und einfach richtig guten Handball.